Man kann Wissenschaft aus dem Ganzen machen, ne? Also. Da bin ich nicht sauber. Ich denke, das ist immer eine Mission, irgendwas, was nicht funktioniert, so wie man sich es eigentlich gern vorstellt, hinzubekommen. Ich kann mich nie mit irgendwas zufrieden geben. Ich denke, es geht immer besser. Und solange ich das nicht rausgefunden habe, so, die Kawasaki, die geht in die nächste Stufe, in die nächste Ausbaustufe, die ist hier mal komplett zerrupft. Naja, nicht komplett, aber relativ stark zerrupft. Und so, das war ja da ein bisschen so das Thema, die Radien zu führen, wenn ich die Bremse loslasse, dann ist sie weit gelaufen, was viele Kawasaki-Fahrer übrigens kennen. Und wir haben das letzte Video, was ich darauf angegriffen habe, war eigentlich, dass wir halt die Gabel ein bisschen durchgesteckt haben, was das Problem definitiv behoben hat. Aber ein neues Problem, ich möchte nicht sagen, ja doch, ein neues Problem damit dazugekommen ist. Und das ist mir damals in Cartagena nicht aufgefallen, weil in Cartagena hast du wirklich den Vorteil, dass du voll auf der Bremse rein kannst und wenig so krasse Wechselkurven hast. Wenn du aber eine Rennstrecke hast, mit vielen, vielen Wechselkurven, dann stellst du bei dem Bike fest, dass wenn du hier die Gabel mehr durchgesteckt hast als so, also ungefähr so 5, 6, 7 mm durchgesteckt hast, dann fährt das Motorrad zwar vom Radius her dahin, wo du hin willst, aber es ist relativ unagil, weil du den Hebel verringerst. Das heißt, desto tiefer du das Bike machst, umso tiefer, umso weniger Hebel hast du, um ein Motorrad von links nach rechts zu legen, vor allem in schnellen Wechselkurven, die relativ langsam sind vom Speed. Es ist enorm anstrengend und somit musste ich quasi die Gabel wieder fast bündig machen, um den Hebel wieder zurückzukriegen. Und dann hatte ich wieder das alte Problem, dass das Motorrad halt, sobald ich die Bremse losgelassen habe, weit gelaufen ist. Und ich habe bei dem Bike wirklich Wochen um Wochen und schlaflose Nächte verbracht, warum zum Kuckuck ist das Motorrad so schwierig zu fahren in manchen Fahrsituationen. Nur in manchen, nicht in allen, aber in manchen extrem schwierig. So, ich habe mich mit dem Kawasaki kennt sich kein Mensch aus so richtig und ich habe mich durch Gott und die Welt telefoniert und verschiedene Menschen kennengelernt, Fahrwerkstechniker. Und natürlich auch das zweite Data Recording, was ich in der Yamaha drin habe, hat mir viele, viele Erkenntnisse zum Thema Fahrwerk gebracht. Und deswegen sind wir jetzt auf was gekommen. Und deswegen habe ich hier, schaut mal. Da ist nämlich jetzt im Moment kein Federbein drin. Und wir haben uns gedacht, man macht so die ein oder anderen Erkenntnisse und immer mehr stelle ich fest, dass kein Mensch von einer Dämpfung spricht. Die interessiert schon fast im Profibereich keinen mehr, ob die jetzt einen Klick mehr oder weniger hat. Das ist völlig egal. Viel wichtiger. Ist bei der Kamera hier, schaut zwar wilder aus, wie es ist, aber witzigerweise, ich glaube, das Federbein war in 10 Minuten heraus. Kann man alles dann schnell sauber machen, ne, gleich. Und dann habe ich mal gemessen und ich habe kein spezielles Messwerkzeug für so ein Federbein zu messen. Aber ich habe mir da ein bisschen so Hilfe gemacht und habe da eine Schraube reingesteckt und habe da eine Schraube reingesteckt, was im Übrigen 10er-Schrauben sind, und habe dann da mit einem Maßband so mich eingehängt quasi und habe zur anderen Seite hin gemessen. Und dann habe ich die Hälfte der Schraubenstärke abgezogen. Und siehe da, was habe ich für eine Federbeinlänge? Ich habe viel wichtiger ist die Geometrie und die Balance des Motorrads. Und mit diesen ganzen Erkenntnissen und so weiter war es natürlich einfach, da ein bisschen anzugreifen. Und somit habe ich festgestellt, das Motorrad muss eigentlich hinten
zu tief stehen. Weil ich habe nämlich gemerkt, wenn ich die Federvorspannung an dem Federbein erhöht habe, sprich mehr Preload an der Feder gemacht habe, somit das Bike ein bisschen mehr aufrecht gestellt habe, dann war das Problem auch weg. Nur dann hatte ich den negativen Nebeneffekt, dass ich dann keinen Grip mehr auf der Hinterachse gehabt habe, was im Endeffekt genauso scheiße ist, als wenn du die Radien nicht führen kannst. Also kannst du dir aussuchen, was du willst. Das scheiße, beide scheiße. Die Fahrsituation, die mich interessiert, ist eigentlich der Scheitelpunkt bzw. im Fachjargon mit Corner. Also da der Moment kurz bevor du wieder ans Gas gehst in einer Kurve. Der Moment, wo du auf der Bremse hineingehst, die Bremse auslässt und dann so eine kurze Ruhephase im Bike hast. Das ist der entscheidende Moment. Wie steht dein Bike in dieser Fahrsituation? Und wenn du rausgefunden hast, wie es stehen muss, und ich rede hierbei von, wie weit ist es vorne eingefedert und wie weit ist es hinten eingefedert in dieser Fahrsituation. Eine Lektion zurück. Balanceverteilung bei einem Bike. Du bist in der Lage dazu, die Balanceverteilung, egal wie schwer du bist, weil sonst könnte jetzt das ja ein Rossi nicht machen oder ein Davies, der speziell groß ist, oder Rossi oder Pedrosa, die speziell klein waren. Das spielt so viel eigentlich gar keine Rolle, weil die Gewichtsverteilung, die Balanceverteilung, das Gewicht transferieren zwischen hinten und vorne. Mit was, denkst du, kann man das am allereinfachsten und am effektivsten machen? Drück mal auf Pause, schreib's in die Kommentare. Ich bin gespannt, ob du es schon wusstest. Hast du es geschrieben? Absolut simpel. Gewichtsverteilung nach hinten, Gas geben. Gewichtsverteilung nach vorne, Gas schließen, bremsen. Idiotensicher. Und dazu muss man wissen, für was ist welche Gewichtsverteilung eigentlich gut? Zu welcher Fahrsituation? Ich denke mal, ich unterteile mal die Fahrsituationen in geradeausfahren, bremsen, Kurveneingang, Scheitelpunkt, Midcorner, Gas anlegen, Kurvenausgang und wieder die Gerade. Und eins sollte man wissen, das Motorrad funktioniert in gewissen Fahrsituationen zu gewissen Bereichen super, aber umgedreht überhaupt nicht. Und da gibt es eine ganz einfache Regel, die sage ich auch immer zu meinen Schülern. Das Bike ist total primitiv und dumm. Aber es weiß nur eins, wenn du den Hahn aufmachst, sagt das Bike, alles klar Kollege, das kann ich am allerbesten und jetzt fahren wir geradeaus. Und zwar dann so lange, bis du diesen Schieber hier oben wieder zumachst. Denn was passiert, wenn ich Gas gebe? Ich transferiere Gewicht nach hinten. Und somit federe ich vorn aus, weil wenn das Gewicht nach hinten geht, muss es vorn weggehen. Und eine Gabel, die ausgefedert ist, hat noch nie gelenkt. Also geht's beim Beschleunigen geradeaus. So, um eine Kurve anzufahren, um in die Kurve hineinzufahren, brauche ich somit Gewicht vorne. Das mache ich mit in die Kurve hinein bremsen. Das habe ich ja schon oft gesagt, ne? So, jetzt ist aber die Frage, was passiert am Scheitelpunkt? Was passiert in Midcorner? Was passiert in dieser Phase, wo ich nichts mache? Was passiert in der Phase, wo ich Rollphase oder kurz vorm wieder ans Gas gehen, wo ich meine maximale Schräglage habe, da wo der Fotograf das Foto machen soll, was passiert mit meinem Fahrwerk da? Und da kann ich dir sagen, wenn das Bike jetzt zu voll steht, dann passieren folgende Dinge. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das funktioniert. Das Problem ist, ich kann es jetzt nicht probieren, weil ich bin nicht auf der Rennstrecke. Aber ich bin in einer Woche oder in eineinhalb Wochen wieder auf der Rennstrecke und da probiere ich das natürlich aus und bin gespannt wie ein Pfeilbogen. Weil, wenn ihr das Onboard-Video gesehen habt von Pannonia, also ich meine, das ging schon ganz gut jetzt, ne? Aber ich bin noch nicht da, wo ich bin und ich sehe noch irrsinniges Potenzial, weil was zum Beispiel die Kawa einfach irrsinnig gut kann, ist verdammt spät bremsen. Das habe ich mit der Yamaha immer noch nicht auf die Kette gebracht, so spät zu bremsen wie mit der. Und der Grip von der Kawa ist auch besser. Schau, und ein Julian Meyer ist mit der Kawa auch schneller gefahren als mit der Yamaha. Also,
Vielleicht bräuchte ich ein Data Recording für das Bein. Nee, Federbein wieder einbauen. Das ist nicht die Rennstrecke. So, guten Morgen hier aus Most. Das ist eigentlich schon der dritte Tag, aber ich habe noch vor, noch nicht geschafft, ein Video zu machen. Es geht so ein bisschen um die Cava. Auf jeden Fall, ich kann euch eins sagen, hier ist eigentlich genau die richtige Strecke für dieses Fahrwerkssetup, das wir rausgefunden haben. Es ist irrsinnig wendig, hat trotzdem ultra viel Grip. Ich weiß es nicht genau, ob die Strecke da dementsprechend dem Ganzen entgegen wird oder dafür spricht. Weil der Asphalt auch sehr griffig ist, zwar sehr glatt, aber sehr griffig. Und ich bin echt überrascht von der Cava, was ich da mit dem Fahrwerksetup für einen Kompromiss gezaubert habe. Und jetzt muss ich heute mal ein bisschen selber für mich rausgehen, weil ich viel Instruktionsarbeit geleistet habe. Aber es beim selber Fahren natürlich schon ein bisschen was anderes ist. Und ich muss ein bisschen auf Rundenzeiten kommen und da bin ich noch nicht ganz dort. Die Strecke kenne ich noch nicht allzu gut. Also später. Das Bike in dieser Phase der Kurve zu weit hinten drin sitzt, dann wirst du diesen Radius nicht halten können und das Bike schiebt geradeaus. Wenn das Bike zu weit vorne ist, dann ist es tendenziell in dieser Situation übersteuernd und es ist zwar sehr agil vorne, aber du könntest das Problem haben, dass du schon beim Gas anlegen schon einen Rutscher hast, weil du zu wenig Gewicht hast. Und ich habe ja schon in mehreren Videos auch gelehrt, ein Reifen braucht ein gewisses Gewichtslevel. Desto mehr Gewicht, umso mehr Gewicht auf dem Reifen aufliegt, desto besser der Grip, aber irgendwann wird es auch zu viel Gewicht. Und wenn das Gewicht zu viel ist, dann ist auch kein Grip mehr vorhanden. Also müssen wir uns einen gewissen Gewichtsbereich aufhalten, um maximal Grip am Reifen zu haben. Und am Scheitelpunkt in der Mitte der Kurve, maximal Schräglage, möchte ich das gerne bitte an beiden Seiten, hinten und vorne, ausbalanciert, sodass das Fahrwerk schön arbeiten kann und mir auch dementsprechend in meiner maximalen Schräglage Bodenwellen aussortiert. Und jetzt kann man natürlich die Höhe in verschiedenen, und dann kommt das Fahrwerk natürlich ins Spiel, das mir auch diese Transferierung zulässt. Aber da reden wir mal nur von der Feder. Die Dämpfung macht in dem Bereich nicht so viel, weil die Dämpfung mehr dafür da ist, schnelle Bewegungen zu ändern. Und ich rede von schnellen Bewegungen bei Bodenwellen. Da macht das Federbein in einer Sekunde 3 Meter oder so, also ganz schnell. Das ist aber hier im Balancebereich nicht entscheidend. Da kann die Dämpfung nicht so viel. Moment. Wenn du diesen Stoßdämpfer langsam bewegst, dann kannst du das mit ein bisschen Männerkraft, hör mal das Öl, dann kannst du das mit ein bisschen Männerkraft, kannst du das locker bewegen. Wenn du jetzt aber versuchst, in einer Sekunde diesen Weg zu machen, was du hier in 10 Sekunden machst, ist faktisch fast unmöglich. Also, ne? Du weißt doch, was ich raus will. Die Dämpfung, und das ist nur ein Dämpfer, da ist keine Feder dabei, ist nur dafür zuständig, wie schnell federt etwas aus und ein. Wenn die Balance zwischen hinten und vorne grundlegend verkehrt ist, dann kannst du mit deiner Dämpfung drehen und machen und tun, was du willst. Du wirst das Problem nicht wirklich in den Griff kriegen. Du könntest es vielleicht minimal verbessern, weil du, sag ich mal, hinten somit langsamer einfedern lassen könntest oder vorne langsamer raus, was quasi die Transferierung verlangsamt. Aber sie wird trotzdem passieren. Und die Dämpfung kommt erst viel, viel später. Die Balance zwischen diesen zwei Federn, Vorderfeder, Hinterfeder, ist viel entscheidender.
Ich habe das bei der Carver gehabt, das Problem. Die stand hinten zu weit drin. Aber nicht, weil die Feder zu weich war, sondern weil das Federbein zu kurz war. Und dadurch hatte ich das Bike trotz alledem zu weit hinten drin. Und ich konnte das kompensieren, indem dass ich die Federvorspannung erhöhe. Und jeder weiß, wenn man die Federvorspannung erhöht, macht man das Motorrad höher. Das Problem ist aber beim Federvorspannung erhöhen, dass du Negativ-Federweg verlierst, den du brauchst. Du brauchst deinen Negativ-Federweg. Denn du nimmst einfach sonst der Feder zu viel Federweg im oberen Bereich, wo sie auch schön soft anspricht. Und die Basis musst du haben. Du brauchst die Basis des Negativ-Federwegs und die sollte schon am Heck, zwischen Heck und Achse 1,5, also 15 mm sein. Und wenn du da das Bike so hoch machst über die Federvorspannung, dann kannst du das zwar, aber du wirst dann keine 15 mm Negativfederweg mehr haben, sondern vielleicht nur noch 8. Was bedeutet, du nimmst den Bike Grip. Was du aber machen kannst, du kannst so ein Balanceproblem, wenn du das Gefühl hast, du kannst hinten oder am Scheitelpunkt die Rade nicht halten, dann kannst du hergehen und kannst mal das Thema kompensieren mit einer Kopfwehtablette. Also sprich, die Federvorspannung zu erhöhen, den Preload ist übrigens das gleiche, dann kannst du mal testen, ob das in die richtige Richtung geht. Du musst aber klar sein, dass du dabei Grip verlieren wirst. Das ist wie wenn du immer Kopfweh hast und immer Kopfwehtabletten nimmst und nicht das ursprüngliche Problem zu beheben. So, und was kann ich jetzt dagegen machen, um dieses Problem mit trotzdem viel genug Negativ-Federweg zu beheben? Na ganz klar. Ich ändere die Länge des Federbeins. Und da gibt es vor den Federbeinherstellern verschiedene Maße, die angegeben werden, von bis. Und das Ganze ist natürlich auch eine Gewichtssache, weil wenn ich schwerer Bock mit 85 Kilo ohne Leder auf dem Bike sitze, das eigentlich für eine Federbeinlänge von einem 65 Kilo Typen angepasst wurde, dann wird mein Winkel zur Schwinge zu tief sein. Und jetzt passiert ein extrem wichtiger Faktor. Der Kettenzug beim Beschleunigen, der das Motorrad hinten aus der Feder zieht, funktioniert nicht mehr, wenn der Schwingenwinkel zu tief ist. Wenn das Motorrad zu tief drin sitzt, dann passiert beim Gas, beim richtig Beschleunigen das, dass das Bike noch weiter in die Feder zieht, anstatt dass es rauszieht. Und somit arbeitet die Kette gegen die Feder, was im Endeffekt in ein Pumpen resultiert, das jeder irgendwo schon mal gesehen oder gefühlt hat, so wow, am Kurvenausgang ist, wo das Bike so dodong, hinten reinpumpt und du denkst dir, ach du Scheiße, wie soll ich denn da noch überhaupt den Ausgang treffen? Das ist, weil der Schwingenwinkel zu tief ist. Und dann fangen alle an, die Dämpfung härter zu drehen. Und das Problem könnte mit doppelt so viel Dämpfung vielleicht minimal besser werden, aber es wird das ursprüngliche Problem nicht beheben. So, deswegen mache Federbein bei der Carver um. Ich habe es länger gemacht, um 2 mm. 2 mm unten am Federbein die Länge zu verändern. Leute, ich kann sagen, es ist ein anderes Bike. So, ich sage jetzt einmal so: Das Ende von dem Lied ist, weil ich hab das Biest gezähmt. Ja! Das riecht richtig gut. Und ich habe da lang dran gearbeitet. Und das hat ein irrsinniges Potenzial. Du kannst mit dem Teil am Kabel ziehen, du kannst in schnellen Passagen kannst du den Schieber offen lassen. Du kannst ihn einfach offen lassen. Und das ist so krank. Das ist so krank, dass das überhaupt funktioniert. Das muss erstmal in den Kopf reinkriegen. Aber das ist. Das ist. Das ist ein Biest. Das ist ein richtiges Biest. Jetzt bin ich happy, dass ich das geschafft habe. Aber ich habe jetzt auch voll eingeschenkt. Gell? Jetzt ist mir scheißegal, ich habe jetzt einfach stehen lassen.
Ich habe den Schieber offen lassen, auch wenn ich mir gedacht habe, oh nein, das geht nicht, das geht nicht. Scheiß auf, bleib, lass ihn offen. Das geht. Das ist nicht mehr dasselbe. Ich habe das Most on Board Video gesehen. Da bin ich zwischen den Instruktionen mal raus und mal zu schauen, was geht denn jetzt eigentlich mit dem Bike. Und bam, und es hat endlich funktioniert. Es ist dahin gefahren, wo ich wollte. Trotzdem den Grip gehabt, weil ich immer noch viel genug Negativfederweg hatte und das Bike hat hinten schön, wow, sich schön angepasst, war sich angeschmiegt an die Straße, hat leicht sich bewegt beim Haftungsabriss und der Dämpfer konnte in einem ganz langsamen Bereich arbeiten und das war wie ein Lied. Ne? Federbeinlänge. Bei unserem Gewicht, da kannst du kaum aufs Mindestmaß der Federbeinlänge gehen, weil du im Schwingenwinkel zu tief stehst. Wenn du 65 Kilo hast, kannst du das machen. Natürlich könnte ich bei meinem Gewicht sagen, okay, dann nehme ich halt eine 105er Feder, ja, noch eine härtere Feder, aber härtere Feder ist nicht immer gut, also stelle ich lieber das Heck am Federbein ein bisschen länger, um den Schwingenwinkel ein bisschen anders zu halten, damit die Kette das Bike richtig schön rauszieht beim Beschleunigen und nicht noch weiter rein, weil wenn du dir mal die Schwingenwinkelgeometrie von der Seite ansiehst zwischen Ritzel aus dem Getriebe raus, Schwingendrehpunkt und Hinterachse, dann ist entscheidend, wo deine Schwinge, deine Hinterachse steht. Das ist entscheidend auf den Schwingenwinkel, ob die Kette das Motorrad reinzieht in die Feder oder rauszieht. Und desto weiter die Schwinge hinten drin steht, umso eher wird der Punkt überschritten, wo es nicht mehr mit der Kettenzug rauskommt. Und das war eine irrsinnige Erkenntnis. Wow, wow. Wow, wirklich, wow. Und das habe ich eigentlich dem Robert zu verdanken, dem Viro Motorradtechnik, weil der hat gesagt, du hast keine Basis am Bike. Du hast zu viel Preload, du hast zu wenig Negativfederweg und du bist trotzdem zu tief. Federbeinlänge 2 mm länger machen, Preload rausnehmen, maximal Negativfederweg 15 mm zwischen Heck und Hinterachse und du wirst sehen, das Motorrad funktioniert. Da brauchen wir die Dämpfung noch nicht einmal anfassen. That's it. Leute, abartig. Peace. Huh. Das war der Hammer. Wie das dann gefahren ist. Kein Vergleich. Federbeinlänge. Probiert es aus. Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.